Willkommen und hereinspaziert. Ein Familienkombin. Das sind in dem Fall Vater, Mutter und zwei Töchter. Auf die Frage einer lieben Kundin, die immer schon wissen wollte, welche Themen sich sozusagen im Hintergrund ihrer Familie durcharbeiten. Diese ganze Familie trägt mal eine Wittersonne. Die steht für unheimlich viel Kraft, Power, für Durchsetzung. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch mit Rücksichtslosigkeit zu tun haben. Dazu kommt eine rückläufige Venus. Und da denke ich, sind wir im Problem. Worunter diese ganze Familie leidet, ist offensichtlich das Gefühl, nicht geliebt zu sein. Jeder für sich, auf irgendeine Art. Läuft da eine vertrackte Geschichte zum Thema Liebe. Nicht wer gegen wen oder miteinander, sondern für sich. Dazu kommt noch ein Mond-Pluto-Quadrat. Naja, das sind die Emotionen, die den Schmerz suchen und finden. Hier ist ganz viel Verdrängtes mit dem Pluto in 12 als Herrscher des IC, die Basis der Familie. Der Pluto in 12 hat ganz tiefe Abgründe. Ich denke, dort wirft er seinen größten Schatten mit dem Mond Pluto, ist ganz viel in der weiblichen Linie verdrängt. Der Krebsmond, ihm in seinem eigenen Zeichen, der sich nichts mehr wünscht als die heile Familie, hat hier natürlich Pech, weil der Pluto mitspielt. Ja. Das ist eben die Zerstörung der heilen Familie im Quadrat zueinander. Hier wird offensichtlich zerstört. Also es rennt nicht bewusst ab. Aber es geschieht eben. Sie sind offensichtlich so gegensätzliche Kräfte innerhalb dieser Familie am Werk. Es ist kein gemeinsamer roter Faden. Naja, bis auf den Wunsch nach der heilen Familie, das funktioniert eben nicht. Trotzdem sehe ich das so, dass in dieser Familie die Frauen am Drücker sind, sozusagen. Wahrscheinlich nicht in direkter Art und Weise, wie die Witter Venus sich das wünschen würde, aber sie ist ja rückläufig. Und mit Mond Pluto ist auch ein großes Manipulationspotenzial hier vorhanden. Aber ich denke trotzdem, da auch der Mond in seinem eigenen Zeichen ist, dass die weiblichen Kräfte hier unheimlich stark sind, die das auch zusammenhalten, wenn auch auf eine schräge Art und Weise. Die männlichen Energien sitzen zwar im Schützen, aber in Haus 4, sind also wieder unter Dominanz dieses Mond-Pluto. Die männlichen Energien hier sind mehr Freiheit gebucht. Und wenn ich mir die Punkte dazu anschaue, das Erbe, die Besitztümer, sehr auf Finanzielles ausgerichtet. Die Finanzen der Familie sicher ein Sonderkapitel. Herrscher ist der Merkur, der im 10. Haus steht. Sicher eines der Hauptthemen. Aber dank dem rückläufigen Neptun bin ich mir sicher, dass keiner unbedingt ehrlichen Betrachtung zugrunde liegt. Da wird viel versteckt, auch an Kohle. Also diese Verdrängungsschiene geht hier auf mehrere Ebenen. Ich finde es sehr schwierig, dieses Merkur-Neptun, das ich weiß, dass er Trigon ist, aber der rückläufige Neptun bringt trotzdem hier keinen Segen. Und ich denke, dass es hier sehr wohl auch innerhalb dieser Familie zu Betrügereien und zu Lügen kam, wegen Geld. Jetzt ist halt so, wenn so etwas in einer Familie passiert, geht es in Wahrheit nicht um das Geld, es geht um die scheinbar nicht erhaltene Zuwendung, sprich Liebe. Und dafür steht ja schon diese Sonne. Venus-Konjunktion rückläufig. Das ist, denke ich, das Hauptthema. Alle Beteiligten kämpfen da um ihren Platz, um Liebe zu erhalten und probieren das über Geld quasi auszutarieren. Das hat, sowas leider hat, noch nie funktioniert. Die rückläufige Venus steht ja auch für vertragte Einstellung auch zu Geld. Dieses Haben wollen, ich will, sagt ja auch der Witter. Diese Ansprüche auch mit Gewalt durchzusetzen,
also jetzt manipulativ, wie auch immer jetzt, sagen wir auch die Quadrate zu dieser Konstellation. Diese Familie wirkt auch aus der Ahnenlinie noch weiter nach hinten gehend etliches an unbewusster Schuld. Dieses Mond Pluto in Spitze 12. Frauen haben hier ihre Freiheit auf die eine oder andere Art geopfert. Hier hat keine ihre wahren Qualitäten sein können. Zumindest nicht, solange dieser Familienverband noch existiert hat, sprich alle Beteiligten noch lebten. Über Tod in dem Fall hat eine Auflösung stattgefunden, 8 Fische. Es hat sich dadurch aber auch vieles an Geld aufgelöst. Vielleicht hängt das ja zusammen. Die Mutter in diesem Familiensystem, zwar Mond im Krebs, überfürsorglich, aber eben mit Pluto. Und somit ist es mit liebevoll wieder vom Tisch. Das ist dann die kontrollierende, alles kontrollierende Mutter. Wer muss ihn kontrollieren? Wer Angst hat? Genau. Meines Gefühls nach wirken hier auch unterschwellig so starke Kräfte, die nicht, eben nicht kontrollierbar sind. Und sowas führt zu heftigen Streit- und Trennungssituationen. Sehr interessant ist der Selbstmordpunkt am Deszendenten. Danach gefragt, ja, gab mehrere Selbstmorde in der Familie. Was ist die Herausforderung? Die Herausforderung, die Übung wäre, sich dessen bewusst zu sein, dass diese Liebe sehr wohl da ist, dass es hier nicht, es muss nicht darum gekämpft werden. Witter ist der Kampf. Es ist jetzt schwierig, weil es gibt einen Löwe-AC. Der Löwe-AC für die ganze Familie gesehen. Da geht es ja viel um äußeren Anspruch und schöner Schein. Geht aber auch darum, das Ego auch hintanzustellen gelegentlich. Die Entwicklung im gemeinsamen Familienverband, also die Sonne in 9 ansprechen würde, ist im Gemeinsamen nicht möglich. Uranus, knapp vor MC, sagt ja auch schon, dass dies alles getrennt werden muss. Oder wird, oder soll, ist jetzt egal, okay. De facto, das ist auch die Geschichte. Am Ende hat keiner der Beteiligten mehr miteinander gesprochen. Und richtig aufgebrochen sind die Dramen nach dem Tod des Vaters. Der Saturn in 8, in den Fischen, wenn ich das jetzt nehme für den Tod des Vaters, hat offensichtlich die neptunische Türe hier geöffnet und die Schleusen aufgemacht. Was da aber noch drinnen steckt, ist eine starke Überlebenskraft. Da ist ganz viel Lebenswille, Lebensmut drinnen. Feuer, Sonne, Löwe, AC, Mars im Schützen. Hier wird auch viel bewältigt. Hier ist auch eine große Ressource an Optimismus, was praktisch einsetzbar ist im 6. Haus. Eine weitere Kraft ist eine künstlerische Kraft, die aber so nicht ausgelebt wurde. Auch das ist Sonne Venus, aber die Venus ist eben rückläufig. Auch danach gefragt, ja, der Vater war verhinderter Künstler. Die verhinderte Kunst, die rückläufige Venus, wieder etwas, das nicht gelebt wurde, aber sehr wohl da ist. Was sich auch den Töchtern zeigte, wenn Themen wie Mord, Selbstmord in einer Ahnenlinie sind, wird es immer ganz schwierig. Weil hier so viel Verdrängte und so viel Schmerz- und Schuldenergien drinnen sind, die quasi erlöst werden wollen. Ich habe so festgestellt, es gibt immer einen in der Familie, der das dann anpackt. Der dann, der, die, egal, dann irgendwann sagt, warum immer ich? Ja, genau. Weil es einer erkennt und weil einer an diesem Faden zieht und mehr wissen möchte. Und das ist aber auch die Chance, dieses ganze Drama, dieses dahinterliegende zu befreien und es ihm nicht weiterzugeben,
an die nächste Generation so weit als möglich, sagen wir so. Also mal schauen, gibt es hier einen Ausstieg aus dieser Geschichte für jemanden, der es erkennen mag? Ja, natürlich. Auch das bietet Uranus an. Zuerst müsste hier mal etwas passieren, im Ganzen gesehen, das sich abwendet von diesen rein materiellen Geschichten, rein materiellen Betrachtungen von Werten, Besitzen. Was habe ich, was hast du? Das führt nämlich nirgendwo hin, außer immer wieder in denselben Kreislauf. Was es braucht, ist hier eine Bewegung in die spirituelle Richtung, ein Erkennen auf ganz anderer Ebene. Das kann hier vieles voranbringen. Und wie gesagt, eine der Familie kümmert sich, in dem Fall meine liebe Kundin, die sich immer und immer wieder damit auseinandersetzt. In diesem Sinn, alles liebe Andrea.